Hallo Daniel Siebmann von der Codapix GmbH in Mönchengladbach. Ihr arbeitet zu dritt in Schwerpunkt? Typo 3, alles was mit Typo 3 zu tun hat. Wir versuchen Agenturen zu unterstützen, zu arbeiten, Schulungen und die auf den neuesten Stand zu bringen. Seit wann arbeitest du persönlich mit Typo 3? Seit ja etwa 4-5, damals als Auszubildender noch. Das war so die erste Version, wo ich angefangen habe. Damals noch nicht so ernsthaft. Da hat man noch nur versucht, PHP reinzuklatschen. Mit der 4-7 ging es dann los, auch mal zu schauen, was Typo 3 kann, das zu lernen, verstehen. Warum bist du überhaupt zu Typo 3 gekommen? Weil die Agentur sich damals irgendwann dafür entschieden hat. Ich habe die Ausbildung gemacht und da hieß es, du machst jetzt Typo 3. Das heißt, ich hatte keine Wahl. Ja. Was würdest du machen, wenn es Typo 3 nicht gäbe? Oder, also wozu wärst du dann wahrscheinlich genötigt worden? Ja, erstmal die Krise kriegen, zumindest die Alternativen, die ich kenne, sind für mich keine ernstzunehmenden. Ich müsste mich dann tatsächlich informieren und schauen, was es da gäbe. Ja. Aber Typo 3 geht ja nicht für alles. Wo sind für dich die Grenzen? Nach oben oder nach unten? Also wo würdest du sagen, da kein Typo 3 mehr, da lieber was anderes? In dem Moment, wo es wirklich eine Web-Anwendung geht und nicht mehr darum geht, Inhalte zu managen, sondern wirklich eine richtige Anwendung zu schreiben, ein Shop-System oder sowas, das gehört für mich da nicht rein. Wobei Typo 3 da gerade genau hingeht, dass es da die Standards implementiert und das unterstützen, dass man da Fremdsysteme integriert kriegt. Das heißt, ja. Okay. Von den jetzt bestehenden Extensions, was ziehst du am meisten vor, was nimmst du am liebsten oder wo möchtest du nicht drauf verzichten? Genau. Wenn man Extensions mittlerweile weiterfasst mit Composer Support und Composer Packages, auf jeden Fall von Helmut Hummel die Secure Web, weil die einfach ein vernünftiges Sicherheitskonzept mit reinbringt und uns da unterstützt. Und auf jeden Fall die Konsole von Helmut Hummel, weil ohne die können wir nicht mehr effizient arbeiten. Wenn es wirklich nur um Extensions geht, nehmen wir nach wie vor Grid Elements für das Layouten der Inhalte noch. Genau. Was hast du an Typo 3? Das, was man leider nicht ändern kann, dass es sehr alt ist schon. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was es schon seit frühester Version kann alles. Aber es ist halt teilweise nicht mehr zeitgemäß aus heutiger Sicht. Und wenn man dann als Entwickler, wie ich das bin, damit immer wieder arbeiten muss und dann Fallstricke hat, dann ist das immer wieder frustrierend. Aber auch das wird dann mittlerweile angegangen und immer nachoptimiert. Aber es dauert halt leider sehr lange. Aber du blickst positiv in die Zukunft? Auf jeden Fall, also gerade jetzt in den letzten drei Versionen, seit der 7, jetzt die 8 und 9, da geht die Entwicklung so stetig voran und auch in eine vernünftige Richtung, dass ich mir immer weniger Sorgen mache, ob das in 3 Jahren eventuell nicht mehr existiert. Also es wird immer noch 10 Jahren? Weltherrschaft. so wie es bis jetzt ist, Sie beschreiben die auch die GmbH unternehmen, habe ich das Gefühl, dass wir dann eventuell tatsächlich Weltmarktführer als CMS-System sind. Weil viele Features können die anderen einfach nicht und man hört es jetzt auch von Google, was die Performance der Webseiten angeht, die umgesetzt werden. Mit Glück sind wir dann aus Deutschland und dem Dach raus und wirklich weltweit anerkannt und das andere uns auch nutzen. Nur im Open-Source-Bereich oder? Nee, oder auch generell. Wir haben es in Kanada jetzt ja erlebt, dass die Ausschreibung Open-Source ausgeklammert hat, weil es keine Lizenzgebühren hatte, aber auch das hat sich ja jetzt gewandelt und ich hoffe, dass einfach in Zukunft die Regierung mal mit den Steuergeldern vernünftiger umgehen und auch mal vernünftig zusammenarbeiten. In Italien und im Osten Europas passiert das ja immer mehr, dass sie dann auch auf sinnvolle Systeme wie Typo 3 setzen, wo man dann auch vernünftig unterstützen kann und nicht in welchen Konzernen Geld in Rachen wirft. Okay. Vielen Dank, Daniel Siebmann von der Codapix GmbH in Mönchengladbach.